Since adding salt to Angie, I can still hear tickets up. Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Motovlog. Ich habe mein Baby endlich wieder aus der Werkstatt. Und heute ist zwar nicht so geiles Wetter, aber ich wollte trotzdem fahren. Ich treffe mich jetzt gleich mit einem Kumpel und wir düsen zusammen runter. Digga, was ist los? Du hast Vorfahrt, Mann. Bruh. Ja, heute soll es in dem Video mal um meine BMW gehen. Was ich an ihr toll finde, was ich nicht toll finde, ob ich zufrieden bin. Ich fahre die Maschine jetzt seit März diesen Jahres, also März 2017, und habe sie mit 24.000 Kilometern gekauft für 10.000 Euro. Das ist jetzt schon mal eine stolze Summe. Und das ist auch der erste Punkt, was halt, ja, es ist nicht direkt ein Nachteil, aber es ist halt ein Grund, warum viele sich das Bike nicht kaufen, weil es teuer ist. Viele können sich das Bike auch so nicht leisten. Ich könnte es mir so auch nicht leisten. Ich meine, die BMW hier ist finanziert. Aber ich wollte sie unbedingt haben. Und es fängt jetzt gerade an zu pissen. Na super. Aber da hinten ist eh schon wieder schönes Wetter. Also fuck off, wenn es mich jetzt erwischt. Ja, wie gesagt, ich habe sie mit 24.000 Kilometern gekauft. Und sie hat jetzt fast 40.000. Also heute schaffe ich die 40.000 auf der Karre. Und das erste, womit ich bei der BMW nicht so zufrieden bin, ist die Hitzeentwicklung. Diese Maschine wird ultra warm, vor allem hier am Rahmen. Der ist verdammt heiß, wenn sie auf Temperatur ist. Das ist im Vergleich zu einer RSV4 oder zu einer anderen Supersportler schon relativ stark. Also man kann sich da schon die Finger richtig verbrennen. Und vor allem auch im Sommer, wenn du mit Jeans fährst und du kommst hier an den Rahmen dran, dann wird es schon sehr arg heiß. Also das ist auch ein Punkt, den ich nie irgendwo richtig gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das niemandem aufgefallen ist oder ob es die Leute einfach ignorieren. Auf jeden Fall finde ich, ist das schon, ja, ein bisschen störend, vor allem im Hochsommer. Ich meine, so, bei so Tagen wie heute geht's, da hat man eine schöne Oberschenkelheizung. Das nächste, was auf Dauer ziemlich nervig sein kann, ist bei einer bestimmten Drehzahl bzw. Geschwindigkeit in einem bestimmten Gang, ist immer unterschiedlich, vibrieren die Griffe sehr stark. Und mir ist dadurch schon das ein oder andere Mal die Hand eingeschlafen. Was natürlich beim Motorradfahren nicht so geil ist. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich schleunigst den Regenwolken hier wegkomme. Ja, und hiermit kommen wir auch zu den Vorteilen von dem Schätzchen hier. Sie hat einfach einen ultramäßigen Bums. Also, man kann wirklich, egal bei welcher Drehzahl oder in welchem Gang man ist, ich kann es euch mal zeigen. Ich bin jetzt hier im sechsten Gang bei 50. Und jetzt beschleunigen wir mal raus. 80, ja gut, ich kann jetzt nicht überholen. Wir haben jetzt 100 km/h im sechsten Gang. Ich kann wieder nicht überholen, easy. Und ihr seht es einfach, also Druck ist da. Das ist einfach, das sind einfach diese verfickten 1000 Kubik von der Karre. Der nächste Punkt ist natürlich die Optik. Also ich finde die BMW
äußerlich einfach hammergeil. Die hat eine richtig geile Ausstrahlung, dieses Bike. Das gefällt mir verdammt gut. Was ich bei meinem Modell jetzt ein bisschen schade finde, also ich fahre hier die 2011er Version. Man hat sehr wenig Elektronik. Also die Wheelie-Kontrolle ist mit der Traktionskontrolle gekoppelt. Bei der RSV4 kann man es ja separat einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt Wheelies machen möchte, muss ich entweder in den Slick-Modus gehen. Dafür gibt es so einen kleinen Stick, den kann man unter die Sitzbank stecken. Dann hat man zusätzlich Fahrmodi entriegelt und hat dann halt eben ja noch aggressiveres Bike. Traktionskontrolle ist dabei aus. Und wenn ich jetzt so in, ich fahre jetzt gerade im Race-Modus, wenn ich Wheelies machen möchte, lässt es das Motorrad nur bis zu 30 Grad zu. Also das Vorderrad darf bis zu 30 Grad abheben. Danach riegelt die Maschine ab und holt einen wieder runter. Ich kann euch das ja gleich mal ein bisschen vorführen, wenn wir hier aus der Ortschaft raus sind. Die Straßen sind zwar etwas nass, aber es dürfte funktionieren. Der nächste Vorteil ist, sind die verschiedenen Modi. Also man hat Rain, Sport und Race. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem gestern habe ich sie aus der Werkstatt abgeholt und es hat geschüttet wie aus Eimern. Und im Rain-Modus ist es halt so, die Gasannahme ist ultra träge. Also man kann jetzt nicht mal eben wie hier so nach vorne schießen. Es funktioniert nicht. Sondern sobald ich das Gas drehe, riegelt die Maschine ab und beschleunigt halt ganz langsam. Ich meine, das ist halt einfach für den Fall der Fälle, falls man sich doch mal verschätzen sollte im Regen, wenn es einen im Regen erwischt. Oh, hi! Spiegelung for the win. Also, mir persönlich gefällt das, ich finde das super. Servus! So, jetzt kann ich euch das hier mal zeigen. Mit der Wheelie-Kontrolle. Wir gehen mal hier in den ersten Gang. Ihr seht es. Also ich kann am Gas reißen, wie ich will. Die Karre holt mich jedes Mal runter. Also da kann einem absolut nichts passieren. Vor allem, wenn man diese Leistung jetzt mal nicht gewohnt ist. Das nächste, der serienmäßige Quickshifter. Ihr habt es ja gerade gesehen. Zweiter Gang, dritter, vierter, fünfter, sechster. Es ist einfach extrem komfortabel. Ja, mal nicht jedes Mal die Kupplung betätigen zu müssen. Erstens, ihr reduziert euren Verschleiß an der Kupplung. Es macht einfach einen Heidenspaß, Quickshifter zu benutzen, und wenn man eine Komplettanlage hat, dann knallt die Karre auch ultra krank. So, der nächste Punkt, den ich mit euch angehen möchte, sind Unterhaltskosten, Reifenverschleiß, Spritverbrauch, Werkstattkosten. Ich habe eine ja jetzt gestern aus der Werkstatt geholt. Bei mir wurden die Ventile eingestellt, die Steuerzeiten geprüft, die Zündkerzen gewechselt, Kupplungsfeder wurde gewechselt. Beziehungsweise wird noch gewechselt. Die ist gerade auf dem Weg zum Händler. Was wird noch gemacht? Ich habe es jetzt gerade nicht richtig im Kopf. Standlicht wurde mir vorne erneuert. Das war anscheinend kaputt. Und ich habe alles in allem komplett 580 Euro bezahlt. Das ist, finde ich, jetzt ein sehr guter Preis, vor allem für eine BMW. Man muss anmerken, ich war nicht bei einem ausgeschriebenen BMW-Händler. Ich war beim Kfz Langwieder in Neukirchen und die Jungs da, Props an die, die machen echt einen super Job, die haben Ahnung. Der hat auch, ich habe sie eigentlich nur hingebracht, damit sie Ventile einstellen und die Steuerkette prüfen. Und der hat mir diverse Teile, die
ausgewechselt werden mussten, ausgewechselt. Also nochmal vielen Dank an die Jungs. Macht richtig gute Arbeit. Also ich komme auf jeden Fall auf euch zurück, wenn ich wieder ein Problem mit der Karre habe. Das nächste ist der Reifenverschleiß. Ich fahre jetzt einen Dunlop Sportsmart 2. Und der ist jetzt auch schon am Ende. Ich fahre den Reifen jetzt gut 7000 Kilometer. Ich habe mit dem eine Deutschlandtour gemacht. Ich habe mit dem, also bin mit dem geballert. Ich bin mit dem normal gefahren, so wie jetzt. Also ich sag mal, solche Fahrten wie jetzt habe ich vielleicht zu, naja, sagen wir mal 60% gemacht. Dann ballern, also sportlich fahren, angasen, Wheelies etc., alles was dazugehört, waren 30%. Und der Rest war halt die Deutschlandtour mit Autobahn, aber da zählt natürlich auch Angasen auf der Autobahn darunter. Also der Reifen hat schon gut gehalten. Und wenn ihr nicht gerade durchgehend die Karre am Limit fahrt, dann halten die Reifen auch, je nach Reifen natürlich, schon die 5.000, 6.000 Kilometer. Also ich packe mir als nächstes jetzt den M7 RR drauf und will den mal testen, wie er sich auf der BMW fährt. Und dann werde ich euch dazu auf jeden Fall noch ein Video zu dem Reifen bringen. Dann kommen wir jetzt mal zum Spritverbrauch. Also die BMW braucht im Schnitt bei normaler Fahrweise, so wie jetzt, um die 7,5 bis 8 Liter. Zumindest meine. Ich lese teilweise Leute, die verbrauchen viel weniger, die kommen mit 6 Litern aus. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Also entweder schieben die Karre einfach, oder es ist halt durchs Alter bedingt, weil meine BMW halt doch schon 40.000 Kilometer hat und die anderen Maschinen halt relativ neu waren. Aber ich finde, für eine Tausender geht der Spritverbrauch enorm klar. Also man kann sie wirklich ruhig fahren, man kann sie im unteren Drehzahlbereich ruhig fahren. Drehzahlbereich, what the fuck? Man kann sie im unteren Drehzahlbereich ruhig fahren. Sie stockt nicht. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Hier, ich fahre jetzt im sechsten Gang. Fahre jetzt 50. Hier stockt nichts, hier rasselt nichts, hier tickert nichts, hier vibriert nichts. Und Leistung ist da, wenn ich sie brauche. Also abschließend als Fazit kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit der BMW. Es ist ein ultra geiles, extrem aggressives Motorrad, das sich aber auch im normalen Straßenverkehr oder für den täglichen Gebrauch super handeln lässt. Die Unterhaltskosten gehen vollkommen klar und ich kann dieses Bike wirklich jedem, der es überlegt, sich zu kaufen, darauf spekuliert, sonstiges, wirklich empfehlen. Allerdings würde ich sie mir persönlich nochmal neu holen, dann würde ich mir das 2016er Modell kaufen, muss ich ehrlich sagen, weil es kostet im Durchschnitt 3.000, 4.000 Euro mehr. Wenn man das Geld hat, auf jeden Fall in das neuere Modell investieren. Das neuere Modell hat je nach Paket Heizgriffe mit dabei, ein Tempomat mit dabei, ein Blipper mit dabei. Also Blipper ist wie ein Quickshifter, nur dass man ohne Kupplung runterschalten kann. Sie hat einfach eine ganz andere Optik. Das Gas ist wesentlich leichter, wesentlich präziser zu handeln, weil es ein Ride-by-Wire-System ist. Bei mir ist es irgendwie so, ich kenne mich nicht so genau aus, aber ich habe mir mal zuflüstern lassen, dass es irgendwie so ein Semi-Ding ist. Keine Ahnung. Aber bei der neuen weiß ich halt, dass es Ride-by-Wire ist, also kabellos, elektronisches Gas. Ein Punkt habe ich allerdings noch vergessen. An der BMW lässt sich so einfach rumschrauben. Kleine Wartungsarbeiten oder man kann die Karre mit einem Torx-Schraubenzieher fast komplett zerlegen. Ich kann jede Verkleidung abbauen, ich komme an die ganzen Motorteile hin. Das funktioniert alles tadellos. Also
Oder so Sachen wie hier vorne, das Wechseln von Birnen, das funktioniert super einfach, man kommt extrem gut hin. Das Einzige, was bei BMW natürlich ultra scheiße ist, Ersatzteile. Zumindest originale Ersatzteile. Die sind extrem teuer. Allein so kleine Motorschützer, das sind zwei so kleine Plastikteile. Die sind schwarz und da ist BMW eingestanzt. Die sind wirklich so groß, mehr ist das nicht. Und die kosten 200 Euro. Bevor jetzt in den Kommentaren wieder so Fragen aufkommen, wo ich meine Spiegel her habe, wo ich die Abdeckung her habe, es ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also checkt die Links mal ab. Dort sind die Spiegel verlinkt, dort sind die Spiegelabdeckungen verlinkt. Mein ganzes Kamerasetup, was ich benutze, welches Mikrofon, welche GoPro, dies, das, ist alles in der Infobeschreibung. Und wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, bedanke ich mich recht herzlich und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst, wenn euch solche Videos gefallen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns auch schon bald wieder im nächsten Video oder hören uns zumindest. Ihr seht, was ich mache. Ich lese eure Kommentare. Und bis dahin, haut rein, Leute. Macht's gut. Peace out. Insult to injury, I can still hit tick and talk. Casio.